Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich zitiere: Schulen im schlechten Zustand, Geld für die Sanierung fließt, ist aber zu knapp bemessen. NRW bei der Finanzierung von Schulsanierung bundesweit Schlusslicht. Fast 80% der Schulleiter, Gender-Sternchen-Innen, die an der Umfrage teilgenommen haben, bewerten den Zustand ihrer Schule als marode oder mit einigen Schäden. Ich zitiere immer noch den Westdeutschen Rundfunk, der von sich selbst behauptet, ausgewogen zu berichten und der Wahrheit verpflichtet zu sein. Also weiter. Viel Geld steht in NRW im Vergleich mit anderen Bundesländern für die Investitionen in Schulen nicht zur Verfügung. Das Bundesamt für Statistik bilanzierte, dass die Städte und Gemeinden in NRW 2018 im Durchschnitt gerade einmal 18 Euro pro Einwohner für die Sanierung von Schulen ausgaben. In Bayern waren es 108 Euro pro Einwohner. Wie der WDR weiter berichtet, sieht der Städte- und Gemeindebund die Lage trotz des Programms Gute Schule 2020, dort werden viele Mittel ausgegeben für die Sanierung von Schulen, skeptisch. Zitat weiter: Wir schieben an den Schulen in Nordrhein-Westfalen einen Investitionsstau mit einem Volumen von ungefähr 10 Milliarden Euro vor uns her. Wir brauchen an dieser Stelle ein zeitnahes Anschlussprogramm, das sich ähnlich verhält. Soweit der Bericht des Westdeutschen Rundfunks. Marode Schulen, schleppende Sanierung vom 8. März 2020. Und zugleich stehen wir alle unter dem Eindruck der aktuellen Krise von Corona und deren insbesondere wirtschaftlichen Folgen. Und genau das zwingt uns alle, unser bisheriges Handeln zu überdenken. Es gilt zum einen zu überlegen, was wäre schön und was hätte man alles gern, und zum anderen, was ist vorrangig und was geht gerade jetzt vielleicht nicht mehr. Und da sind wir auch beim geplanten Erweiterungsbau des Landtages, der Gebäude für uns alle hier und die Verwaltung. Den Planungen für den Anbau und das Erweiterungsgebäude liegen Berechnungen für einen zusätzlichen Raumbedarf zugrunde. Dazu kommen noch Annahmen für eine weitere Fraktion nach der nächsten Landtagswahl, sind vielleicht auch die Linken hier drin. Auch sollen die Verwaltung und die Fraktionen, die bisher auf verschiedene Gebäude verteilt sind, dann alle zusammen in Gebäuden relativ nah beieinander sein. Soweit, so gut. Ein paar Eckdaten zum Raumbedarf, wie er bisher festgestellt wurde. Allein für das Erweiterungsgebäude sind 9000 Quadratmeter Büroflächen, zusätzlich Sitzungssäle für Ausschüsse, Veranstaltungsräume, Gastronomie. Sie verbessern mich, wenn ich das falsch erzähle, ich höre Sie gar nicht reden. Und als zweites Rechenzentrum vorgesehen. Im Anbau sind noch mal weitere Büros und weitere Flächen geplant. Da stellt sich die Frage, gerade auch jetzt, sind diese Größenordnungen überhaupt erforderlich? Machen nicht die Erfahrungen jetzt gerade mit der Corona-Krise und den Arbeitsweisen dabei vielleicht Einsparungen beim Flächenbedarf möglich? Darüber müsste zumindest mal geredet werden. Und genau das ist der Sinn dieses Antrages, dass wir darüber nachdenken und laut darüber reden, ein bisschen Transparenz herstellen. Denn was wird das alles kosten? Das ist völlig unklar. Ich weiß es nicht, Sie wissen es auch nicht und vermutlich interessiert es die meisten hier auch gar nicht, ist das Geld fremder Leute. Es gibt kein Budget, Herr Höhne, es gibt keine Obergrenze und es kostet, was es kostet. Genau so. Sie wissen es ja selber nicht. Aber es gibt auch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das können Sie mir gerne gleich erzählen, was für Wirtschaftlichkeitsberechnung, der Arbeiterführer der SPD hat auch was zu sagen gleich. Was für Wirtschaftlichkeitsberechnungen da zugrunde liegen, können Sie mir gerne erzählen. Es wurde nie welche angestellt, ob vielleicht nicht die Anmietung von fremden Gebäuden günstiger sind. So wie beim Bundestag vielleicht auch. Da funktioniert es. Ein paar Zahlenspiele. Ein Quadratmeter Grundstück kostet hier in dieser Gegend, genau hier, wo wir sind, 5.500 Euro. Ein einziger Quadratmeter. Es wird wohl nicht mit 1.000 Quadratmetern getan sein, auch nicht mit 2.000. Das Grundstück wurde nicht gekauft, es wurde getauscht in einem Geschäft der Stadt Düsseldorf. Jedenfalls wurden hohe Werte abgegeben. Und die Baukosten? Was kostet ein Quadratmeter? Allein bei 9.000 Quadratmeter im Erweiterungsbau. Im sozialen Wohnungsbau zahlen Sie knapp 1.800 Euro pro Quadratmeter. Was glauben Sie, welcher Standard hier reinkommt? Es wird wohl nicht reichen, 1.800 pro Quadratmeter. Und auch da sind wir ganz schön wieder bei zweistelligen Millionenbeträgen. Ein Bruchteil der Gesamtkosten. Also, liegen die Kosten nachher bei 50 Millionen, 100 Millionen oder doppelt so viel? Wir wissen es nicht, wir wissen aber, es wird teuer. Die Frage ist immer wieder da, passt das ganze Projekt in die Landschaft? Wirtschaftlich, politisch, warum nicht mehr Heimarbeit für den Landtag? Wir arbeiten alle mit digitalen Lösungen. Und insbesondere, ich komme am Anfang zurück, die Situation in den Schulen, die hygienischen Zustände in den Schulen,
die drängen darauf, das Geld zunächst dahin zu bringen und nicht hierhin zu bringen und müsste nicht die große Zahl der Schüler und Lehrer in NRW Vorrang haben vor der kleinen Zahl der Mitglieder dieses Hauses? Ist die Hygiene nicht wichtiger an Schulen als hier ein weiterer Bau mit opulenten Ausmaßen? Wir meinen ja. Finden Sie, der Antrag ist populistisch? Ja, ist er. Im besten Sinne, im besten Sinne. Vielen Dank, Herr Becker.